Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie du siehst, kümmern wir uns heute weiter um das Thema Ableitung. Die ganzen Basics hatten wir in den vergangenen Videos schon abgeschlossen und heute spreche ich mit dir über die sogenannte Produktregel. Du siehst jetzt hier fünf Funktionen, wenn du möchtest, wenn du das jetzt gerade für deine nächste Klassenarbeit oder Klausur oder aber sogar für die Abiturprüfung brauchst, dann mach jetzt einfach mal ganz kurz Pause, versuche diese Funktion einzeln abzuleiten oder eigenständig abzuleiten und vergleiche danach im besten Fall deine Lösung mit der Musterlösung hier im Video, dann weißt du nämlich, ob du das Thema wirklich verstanden hast, ob du das quasi abhaken kannst für deine Klausurvorbereitung oder ob du da noch vielleicht die ein oder andere Lücke hast. Du siehst, fünf Funktionen, mach jetzt Stopp. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die Lösung an. Wie immer gilt, in der Videobeschreibung findest du die ganzen Zeitstempel, falls dich nur eine bestimmte Teilaufgabe hier interessiert. F von x. F von x ist gleich x² mal in Klammern 3x plus 1. Ja, natürlich weiß ich auch, dass man die Klammern auflösen kann und dann die Produktregel umgehen kann. Doch ich wollte gerne ein komplettes Eingangsbeispiel haben, ohne irgendeine spezielle Funktion wie die E-Funktion oder so, bei der wir uns um die Produktregel kümmern. Woran erkennt man erst einmal grundlegend die Produktregel? Nun, du sollst eine Ableitung bestimmen. Und zwar hast du immer als Ausgangsfunktion den Aufbau eine Funktion mal eine zweite Funktion. Ne? Funktion mal Funktion ableiten heißt immer Produktregel. Hier oben, da siehst du im Endeffekt die Produktregel, die sieht vielleicht anfangs noch ein bisschen kryptisch aus, doch generell bezeichnet man das, was vor dem Malzeichen ist, mit U von x und das, was nach dem Malzeichen ist, mit V von x. Und das ist auch schon der erste Schritt. Du siehst jetzt hier die Schritte, die du so eigentlich auf jede andere Funktion dieser Art übertragen kannst, um die Produktregel anzuwenden. Im ersten Schritt musst du U und V nämlich herauslesen. Ich persönlich schreibe mir das ganz gerne raus. Wenn du das nicht möchtest, kannst du einfach hier drunter markieren, das ist U, das ist V. Aber u von x ist in dem Fall jetzt x² und v von x ist dann 3x plus 1. Wenn wir das haben, siehst du hier an dieser Produktregel, brauchen wir auch u' und auch v'. Das heißt, wir werden jetzt beide Ausdrücke mit Hilfe von den ganzen Basic-Ableitungsregeln wie der Potenzregel ableiten. x², das hatten wir ja schon auch in den vergangenen Videos, ist abgeleitet 2x. Falls du da übrigens noch die ein oder andere Lücke hast, gerade dann, wenn ihr euch um das Thema Produktregel, Kettenregel und eine Kombination aus beidem kümmert, dann sollten die ganzen elementaren Ableitungsregeln wirklich sitzen. Ne? Das heißt, die Potenzregel, die Summenregel, die Faktorregel, die Konstantenregel und so weiter und so fort. Ansonsten würde ich dich bitten oder würde ich dir auf jeden Fall raten, diese noch einmal kurz zu wiederholen. Ja, 3x plus 1 müssen wir auch ableiten, haben wir ja schon gelernt. Zahl mal x ist abgeleitet noch die Zahl, die vor dem x steht, also hier die 3. Und eine reine Zahl wie diese 1, die fällt beim Ableiten weg, beziehungsweise ergibt 0. Doch 3 plus 0 ist immer noch 3. Ne? Erster Schritt ist abgehakt, zweiter Schritt ist abgehakt. Das ist im Endeffekt die komplette Vorarbeit. Denn jetzt haben wir alles bestimmt, um tatsächlich diese Produktregel anzuwenden. Wir schnappen uns als erstes U', also das hier, ja, das hier. Multiplizieren es mit dem V, so, wenn man so möchte. Also mit V, das war ja das hier, das siehst du dann hier. Dann kommt ein Pluszeichen, das siehst du hier. So, dann geht es weiter mit U von x, das war ja hier x², also das siehst du dann da. Und ja, ich brauche noch eine Farbe. Dann nehme ich jetzt einfach mal gelb. So, dann sehen wir hier hinten V' von x, also mal 3. Ne? Wie du siehst, einfach alles in die richtige Position, in die Produktregel einsetzen. Ich persönlich merke mir immer das mal das. Sobald ich die Diagonale habe, notiere ich ein Pluszeichen und dann das mal das. Fertig. Das ist genau genommen die erste Ableitung. Doch in der Regel muss man ja etwas mit der ersten Ableitung tun, zum Beispiel extremer berechnen oder nochmal ableiten und so weiter. Daher empfiehlt es sich immer, diesen Ausdruck nochmal zu vereinfachen. Ne? Irgendwas mal Klammer heißt ja zum Beispiel, alles, was in der Klammer ist, mit diesem irgendwas unmathematisch ausgedrückt zu multiplizieren. Also 2x mal 3x müssen wir erst ausrechnen. 2 mal 3 ist 6. X mal x ist x². Dementsprechend sind wir da bei 6x². Jetzt 2x mal 1. Ja, das bleibt 2x. Ja, und x² mal 3 sind einfach nur 3x². Jetzt siehst du, hier können wir natürlich diesen Ausdruck und diesen Ausdruck noch zusammenfassen, weil beides ein x² hat. 6 irgendwas plus 3 irgendwas sind natürlich 9 irgendwas. In dem Kontext also 6x² plus 3x² sind 9x². Ja, und die 2x, die hier, die übernehmen wir einfach. Dann haben wir hier auch schon die erste Aufgabe gelöst. Schauen wir uns die nächste Lösung an. Aufgabe 2. 4x mal e hoch x. Wir erkennen wieder die Produktregel. Wir haben ein Malzeichen in der Mitte. Und wir haben wieder eine Funktion mal eine zweite Funktion. Du siehst, die Schritte sind wieder genau dieselben, denn die sind komplett unabhängig davon, welche Funktionstypen tatsächlich gegeben sind. Im ersten Schritt müssen wir wieder U und V herauslesen. Da haben wir ja gerade schon gelernt, vor dem Malzeichen ist das U von x, hier also 4x. Und nach dem Malzeichen ist das V von x, hier also e hoch x.
Jetzt brauchen wir wieder für die Produktregel U' und V'. Also müssen wir einmal 4x ableiten. Da hatten wir gerade schon. Zahl mal x ist nur noch abgeleitet die Zahl, die von dem x steht. Hier also die 4. Und wir brauchen auch V'. Das heißt, e hoch x müssen wir ableiten. Das Schöne ist, e hoch x ist abgeleitet e hoch x. Dann merkt ihr bitte, e hoch x ist abgeleitet e hoch x und Zahl mal e hoch x ist abgeleitet Zahl mal e hoch x. Sobald wir oben bei dem x etwas verändern, ist die Ableitung nicht mehr dasselbe. E hoch minus x ist zum Beispiel nicht abgeleitet e hoch minus x. Da werden wir die Kettenregel für brauchen. Die lernen wir aber im nächsten Video kennen. Jetzt haben wir ja dieses Viererpaket bestimmt, Schritt 1 und 2 erledigt. Jetzt wissen wir wieder, okay, wir können alles in die Formel einsetzen, beziehungsweise das so rechnen, wie ich es dir gerade gesagt habe, die Diagonale multiplizieren, also 4 mal e hoch x. Sobald wir zur nächsten Diagonale springen, schreiben wir ein Pluszeichen an. Diese hier, 4x mal e hoch x. Jetzt ist auch hier wieder sinnvoll, zu vereinfachen. Wir sehen jetzt alles, was durch ein Plus oder durch ein Minus getrennt ist, in dem Fall ein Plus, hat die e-Funktion. Nämlich e hoch x ist einmal vor dem Plus enthalten und nach dem Pluszeichen enthalten. Das wiederum bedeutet, wir können die e-Funktion ausklammern. Wir notieren also e hoch x mal, Klammer auf, die Klammer geht irgendwann zu. Und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, okay, was gehört in diese Klammer rein? Wenn dir das Schwierigkeiten bereitet, dann nimm dir einfach mal einen Bleistift, also irgendwas, was du danach wieder wegradieren kannst, und streiche einmal vor dem Pluszeichen die e-Funktion durch und nach dem Pluszeichen die e-Funktion durch. Und das, was jetzt übrig bleibt, außer das rot markiert, das ist das, was in die Klammer kommt. Also sind wir hier bei 4 plus 4x. Zack, in die Klammer rein. Ja, so. Dann, wenn du das hast, würde ich hier tatsächlich noch einmal der Potenzgröße nachordnen. Das heißt, einmal 4 und 4x tauschen. Dann hast du hier die erste Ableitung. Aufgabe 3. 3x² mal n von x. Wir kennen wieder, wir haben die Produktregel, weil wir wollen ja die erste Ableitung bestimmen. Wir haben wieder eine Funktion mal eine zweite Funktion. Im ersten Schritt müssen wir wieder u und v bestimmen. Vor dem Malzeichen ist das u von x, hier also 3x². Nach dem Malzeichen ist das v von x, hier also ln von x. Zweiter Schritt. Jetzt müssen wir u' und v' bilden. Also 3x² ableiten ist, glaube ich, kein Hexenwerk mehr. Aktueller Exponent mit der Zahl davor mal nehmen. Die Rechnung ist also 2 mal 3, das ist 6. Dahinter notieren wir ein x und ziehen wieder im Exponenten das ab. Das ist wieder die Potenzregel. 2 minus 1 ist hoch 1. Naja, 6x hoch 1 schreibt man nicht hin. Dementsprechend sind wir hier bei 6x. Was du vielleicht weißt, die Ableitung von ln von x ist ein x. So, zweiter Schritt ist abgehakt. Jetzt kommen wir wieder zum dritten Schritt. Wir notieren also h' von x, weil jetzt leiten wir ab. Erste Diagonale mal nehmen, also 6x mal ln von x. Dann kommt das Pluszeichen hier aus der Formel, ne, das hier. Und jetzt die zweite Diagonale mal nehmen. 3x² mal ln x, das siehst du dann hier. Ja, bei 6x mal ln von x kann man eigentlich gar nichts mehr vereinfachen. Aber hier hinten, denn du kannst dir unter 3x² Eintel drunter vorstellen. Ne, unter ganzen Sachen kann man sich immer Eintel vorstellen. Und dann kannst du Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner drauf anwenden. Dann steht ja oben im Zähler 3x² mal 1, das ist 3x². Und dann für Nenner mal Nenner, wenn wir uns die Eintel drunter vorstellen, sind wir bei 1 mal x, das ist x. Und dann siehst du hier 3x² durch x, da kann man das x kürzen, denn 3x² steht ja für 3x, also für 3 mal x mal x. Das heißt, wir haben oben ein x drin, unten ein x drin, also das x einmal wegkürzen, dann bleibt oben im Zähler 3x unten übrig, unten Eintel. 3x Eintel sind natürlich 3x. Ja, das ist dann die Ableitung. Wenn man jetzt rein theoretisch noch wollen würde, hätte man noch ein x ausklammern können, weil sowohl vor dem Pluszeichen als auch nach dem Pluszeichen ein x drin ist. Man könnte auch noch eine 3 ausklammern. Wenn man dann möchte, kann man 3x komplett ausklammern, dann sind wir bei 3x mal in Klammern 2 ln von x plus 1. Aber das ist tatsächlich nicht nötig. So. Nächste Aufgabe. Minus 5x mal Sinus von x. Wie du siehst, ich versuche hier mal so ein bisschen bezüglich der Typen hin und her zu tauschen, damit du genau weißt, und das sollte dir jetzt mittlerweile auffallen, das Vorgehen ist tatsächlich immer dasselbe. Ne? Wieder, wir sehen hier die Produktregel, wir haben ja eine Funktion mal eine zweite Funktion. Wir müssen wieder als erstes u und v bestimmen. Auch hier gilt wieder, vor dem Malzeichen ist das u, also minus 5x. Nach dem Malzeichen ist das v, also Sinus von x. U' und v' bilden, also minus 5x ableiten, ist minus 5. Ne? Zahl mal x ist abgeleitet, noch die Zahl, die vor dem x steht. Und die Ableitung von Sinus ist Cosinus. Da hatte ich dir ja schon in einem der vergangenen Videos dieses Schema hier verraten. Die Ableitung von Cosinus ist minus Sinus, minus Sinus ist minus Cosinus ist Sinus. Ich merke es mir immer, Cosinus und Sinus tauschen immer sozusagen. Wenn ich Cosinus ableite, kriege ich etwas mit dem Sinus. Wenn ich Sinus ableite, kriege ich etwas mit dem Cosinus. Und der Cosinus, der verändert immer die Vorzeichen. Aus positiv wird negativ, aus negativ wird positiv. Und der Sinus behält immer das Vorzeichen bei. Also ne, aus positiv Sinus weiß ich Cosinus. Zack. Und wenn wir das haben, haben wir den zweiten Schritt abgearbeitet und können wieder die Produktregel drauf anwenden. Also das mal das, minus 5 mal Sinus von x, dann kommt ein Pluszeichen, das mal das. Also in Klammern, wegen des doppelten Rechenzeichens hier,
minus 5x mal Cosinus von x. Ja, jetzt kann man aus Plus Minus noch Minus machen. Dann ist das auch schon die Ableitung. Wenn man möchte, kann man noch eine 5 ausklammern. Muss man allerdings nicht. So, letzte Aufgabe, j von x. Hier habe ich mir eine Aufgabe überlegt, die relativ häufig zu Schwierigkeiten führt, weil man plötzlich drei Faktoren hat. Aber was immer der Fall ist, du kannst ja zwei Faktoren, egal ob das jetzt nur Zahl mal irgendwas ist, zusammenfassen oder wenn ich jetzt auch ein x hier hinschreiben würde, könnte ich das x hier auch in die Klammer rein multiplizieren. Ne? Das heißt, wenn du so einen Aufbau siehst, rate ich dir immer, mache, wenn es denn möglich ist. Es gibt aber auch eine dreifache Produktregel, dazu kann ich gerne ein Video machen, wenn du das möchtest, dann schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Aber wenn es möglich ist, fasse doch zwei Faktoren durch eine Multiplikation zusammen. Ich kann doch hier wunderbar diese drei in diese Klammer rein multiplizieren. Ne? 3 mal 2x sind dann 6x, 3 mal 1 ist 3. Wenn das ein x wäre, ne, dann würde ich es auch rein multiplizieren, dann wäre ich bei 2x² plus x. In Klammern natürlich. Ne, das heißt, aus drei Faktoren, wenn es denn möglich ist, mach einfach zwei Faktoren, weil dann kannst du wieder ganz wunderbar u und v herauslesen. Vor dem Malzeichen ist das u, nach dem Malzeichen ist das v. Jetzt kannst du wieder u' bilden und v' bilden. Ne, das heißt, so wie wir es auch die ganzen Beispiele davor schon gemacht haben, Zahl mal x ist abgeleitet noch die Zahl, die von dem x steht. Eine reine Zahl ergibt 0, aber 6 plus 0 bleibt 6. Dementsprechend schreibt man diese plus 0 natürlich nicht hin. Was wir auch gerade schon hatten, e hoch x ist abgeleitet e hoch x. Jetzt haben wir dieses Viererpaket fertig und können tatsächlich in die Formel einsetzen. Also einmal über diese Diagonale mal nehmen, 6 mal e hoch x, dann kommt das Pluszeichen. Und dann einmal über diese Diagonale mal nehmen, also 6x plus 3 in Klammern mal e hoch x. Wie merkt man sich übrigens, wenn man nochmal beim Einsetzen irgendwas in Klammern setzt? Ich sage immer, wenn du hier in diesem Viererpaket etwas mit einem Plus- oder Minuszeichen als Rechenzeichen siehst, wie jetzt hier, wenn du das in die Klammer, also wenn du das in die Formel einsetzt, das heißt die Formel quasi anwendest, dann gehört dieser Ausdruck immer noch in Klammern. Warum? Naja, hier ist eine Malrechnung. Und du sollst ja U mit V' mal nehmen. Wenn ich die Klammer nicht setze, dann würde ja Punkt V' Rechnung gelten. Das heißt, dann würde ich ja nur die 3 mit dem, also die 3 von dem U mit V' mal nehmen. Und da steht nicht, bitte nehme nur, also in der Regel steht hier nicht, bitte nehme nur die 3 von dem U mit V' mal, sondern komplett U mit V' mal nehmen. Dann brauchen wir da dementsprechend die Klammer. Jetzt haben wir das. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich wieder vereinfachen. Das ist ganz wichtig, denn wir wollen ja meistens nochmal ableiten, zum Beispiel für die zweite Ableitung oder auch für die dritte Ableitung. Jetzt sehen wir wieder, alles, was durch ein Plus getrennt ist, hat die E-Funktion. Also schreiben wir diese E-Funktion vor eine Klammer. Klammer geht auf, Klammer geht irgendwann zu. Und dann müssen wir uns wieder überlegen, was gehört in diese Klammer rein. Wie gesagt, auch hier nochmal der Tipp, wenn dir das schwerfällt, nimm einen Bleistift, streich einmal hier die E-Funktion durch und einmal hier. Und das, was jetzt übrig bleibt, gehört in die Klammer 6 plus 6x plus 3. Zack. Dann siehst du schon, okay, hier vielleicht noch eine Potenzgröße nach Orten und die 6 und die 3 zusammenfassen. Da sind wir bei 6x plus 9. Ja, das waren die Ableitungen. Was mich natürlich jetzt mega interessieren würde, ist, hast du die Aufgaben versucht, eigenständig zu lösen? Wenn ja, wie lief's? Hattest du noch Schwierigkeiten? Wenn ja, an welcher Stelle? Oder hattest du vielleicht auch alle richtig? Schreib mir das super gerne mal in die Kommentare. Auch gerne deine Videowünsche. Und dann würden wir im nächsten Video vermutlich oder in einem der nächsten Videos weitergehen mit der Kettenregel, sodass wir uns dann schlussendlich Stück für Stück ja deinem Abiturniveau nähern. Und hier nochmal ein kleiner Hinweis, falls du tatsächlich dieses Jahr die Abiturprüfung schreibst. Es gibt noch ein paar wenige Plätze im Crashkurs. Schau dir das gerne an, vielleicht ist es etwas für dich. Dann würde ich dich nämlich nochmal privat persönlich richtig fit machen für diese Prüfung, sodass du dann schlussendlich genau die Note erhältst, die du dir vorstellst. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, dass du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Abend.